Hallöchen, Leute. Leute von heute. Heute mal eine wunderschöne Folge mit Space Engineers World. Und ja, eine neue Welt mit 1,6 MB Größe. Also 1,7 grob hochgerechnet. Aufgerundet, ne? Ja. Es sieht, also wenn man jetzt von oben guckt, ja, es sieht aus wie so eine Art Fliege, die auch nicht synchron ist irgendwie, aber doch. Ja, doch. Ist schon synchron. Das dachte ich gerade irgendwie, keine Ahnung, war vielleicht eine Täuschung. Ja, sieht eigentlich wie eine Fliege aus. Sollte, also der Entwickler hat auch mal geschrieben, es sollte eigentlich erstmal ein Entwickler werden. Eine Motte, so rum. Ne? Und dann sieht es das halt immer mehr aus wie so eine Fliege. Und ja. Deswegen heißt es auch, glaube ich, Sarfly SC01. Und der Bauer heißt MC Borg. MC Borg, also wie Borg. Borge. Ne? MC Borg. Ja. Ungefähr so könnte man das aussprechen. Ja. Also am 4. Oktober hat das letzte Mal hat das veröffentlicht, also komplett. Nur einmal ein einziges Mal geändert das Ding. Und ja. Also, ja, deswegen, was erst eine Motte werden sollte, ne? Und dann sah es halt mehr Fliege, wie eine Fliege aus. Und deswegen heißt es auch halt so. Deswegen kommt auch der Name daher. Ist ja theoretisch ein Shuttle, ne? Soll einen kleinen Shuttle darstellen. Und, es sieht sehr cool aus. Es sieht schon mal auf jeden Fall wie eine Fliege mehr aus, ne? Und du siehst die Flügel so, ne? Also, wenn ich jetzt nur von oben angucke, dann würde ich auch sagen, yep, Fliege. 100%ig. die Düsen, ja, das ist cool. Auch wenn ich sagen würde, hier fehlt noch was. Also hier fehlt irgendwie so. Hier fehlt irgendwas. Es wäre hier irgendwas, also hier, ne? Hier. Es würde da irgendwas fehlen. Wer weiß. Ja, meine FPS spinnen gerade rum. Da liegt gerade vielleicht aus die Map. Ganz komisch. Okay. Also die Griffe hier, ne? Das sieht, also erstens sind es glaube ich 52 Mods, sagen wir so, aktiv. Das ist natürlich sehr erstaunlich. Ich meine die ganzen kleinen Sachen. Selbst die Triebwerke nach hinten. Die kleinen und die großen sind wahrscheinlich alle Mods. Die Füße sind Mod. Und. Das ist eine lustige Lösung. Cool, in der Ecke so ein Dings reingebastelt. Sieht auch eher aus wie ein Mod. Ja, die Düsen sind auf jeden Fall Mods, ne? Ja. Das sieht cool aus. Und die Geräusche. Nice. Richtig schön. Außen sieht das auch alles sehr galant aus. Also die Fliege, ne? Also von vorne jetzt so. Würde man schon sagen, das ist eine Fliege, ne? Also ich würde schon sagen, ist auf jeden Fall eine Fliege. Also jetzt nicht allzu groß, ne? Aber es sieht erstaunlich detailliert aus. Die Beine und so, das sieht cool aus. Das sieht einfach so genial aus. Oh, hier unten habe ich noch gar nicht gesehen. Ein Auswurf. ja, vielleicht sollte es ein Fun-Fact sein. Für ja, gewisse Dinge rausdingsen, ne? Also mal Moment, ich muss mal kurz die Lautstärke. Etwas runterdrehen. Das ist so cool, die Tür. Nice.
so einen Typ könnten die auch noch mit reinbauen. So rund. Ein Block oder so. So zwei Block breit. Ne? Grob. Oder ein Block eigentlich. Nice. Das ist cool. Richtig cool. Und hier so Sauerstoffdinger. Wie sieht das ausschaut. Nice. Cool. Also bis jetzt ist es eine coole Mod. Cooles Crafting. Können auch viele Leute Platz nehmen anscheinend. Assembler, Das ist hier Luftding für was ganz Kleines. Solche kleinen Dinger, ne, bräuchte man eigentlich die großen Schiffe, weil die großen Dinger, die nehmen schon viel Platz weg. Aber dass die halt nicht so auffallen, ne? Also, nice. Batterien sind das, ne, hier oben. Dass das Ding überhaupt da bleibt, wo es bleiben soll. So, ich hab das markiert gehabt. Gut. Cool, wie das ausschaut hier. Also die Brücke sieht sehr, 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 sehr schön aus zum Teil. Also die ganzen Computer. Nice. Kann man das nicht machen? Oh. Und natürlich ein, also hinten, das ist wie so ein kleiner Transporter, wenn man so richtig sieht. Hier können irgendwie so 10 Mann Platz haben. Oder 1, 2, 3, 6, 12. Also hier haben schon mal 12 Mann Platz. Hier noch zu zwei, die sich was Sachen bedienen. Also theoretisch 6 Mann mit 12 Mann. Das ist schon cool. Ja, nice. So, ich guck mal, was das ist. Das kann ich jetzt einfach so bedienen. Wie der Endcode kommt nicht hinterher. Hä? Das wäre jetzt aber komisch, wenn der nicht hinterherkommen würde. 33 MB pro Sekunde Bitrate. Also, ne? Kommt nicht hinterher. Will ich mich verarschen? Also die Vespa, da habe ich eigentlich neu eingebaut gehabt. Hat die irgendwelche Sachen, coole Dinge eingebaut hier? Innenbeleuchtung, Reaktor, Scheinwerfer. Sogar Sauerstoff, ne? Also eigentlich sehr nice. Für so ein, wie ich sehe, ist es relativ leicht, das Ding. Ja. Schon sehr nice. Cool. Es wiegt ja auch gar nicht so viel, ne? Eine Tonne? Ungefähr? Ah. Ich finde das Schiff nice. Was sagt ihr dazu? Schreibt es mir in die Kommentare. Schreibt es mir in die Kommentare, was ihr davon hält. Von diesem netten Schiff. Und bis dahin sage ich mal tschüss, bis zur nächsten Folge und mal schauen, wann die nächste kommt. Oder ich ist halt ohne Zwischenfüller gerade, weil ja, kommt gerade nicht dazu, die anderen Sachen aufzunehmen. Deswegen habe ich das erstmal hier so ganz kurz gemacht. Und ja, die gehen meistens. Also von Aufnehmen und so ist es halt nicht mehr so, ist nicht so zeitaufwendig und auch nicht so, ne? Aber der Rest, ne? Ja, na gut. Okay. Tschüss, bis zur nächsten Folge und ich hoffe mal, ihr hattet viel Spaß mit dieser Folge und ja.
Tschüss.